Wir gehen mal wieder ins Thema Hundebegegnungen, weil es einfach die meisten von euch sehr, sehr beschäftigt und weil viele damit ein Problem haben. Warum das so ist, das hast du aber an anderer Stelle schon mal erfahren. Also in diesem Video geht es jetzt darum, was kannst du tun, wenn dein Hund andere Hunde fixiert. Also wenn er, sobald ein Hund sieht, oh, er friert ein. Ja, so dieses typische, er ist nicht mehr zu bewegen. Und was aber viel, viel mehr Probleme macht, neben dem nicht zu bewegen, das ist schon schlimm genug, in Anführungsstrichen, aber du hast dann meistens wirklich keine Möglichkeit mehr, irgendwas mit deinem Hund zu machen. Der ist nicht mehr ansprechbar. Hier siehst du dann direkt so ein Drohfixieren und dann gefolgt von einer Attacke. Das merkst du dann daran, dass du dann vielleicht schon versucht hast, ihn irgendwie zu beeinflussen, dass er weitergeht, dass er auf die Seite geht, dass du ihn umdrehen kannst. Du hast vielleicht auch schon ihm einfach dann die Leberwurst vor die Nase gehalten und er konnte das dann einfach nicht mehr nehmen. Ja, er hat dann dran vorbeigeschaut oder hat das dann vielleicht sogar genutzt und ist dann weiter nach vorne geschossen. Wenn es dir so geht, dann bleib jetzt bitte unbedingt dran, denn jetzt lernst du ein bisschen mehr darüber und vor allem sprechen wir auch darüber, wie kannst du das verändern. Also zum ersten Mal, was ist eigentlich dieses Fixieren? Wenn ein Hund einen anderen Hund sieht. Das kann manchmal auch vorkommen, nicht nur bei Hunden, sondern wenn der Hund vielleicht auch andere Menschen sieht, wenn er irgendwas sieht, was ihm unheimlich ist. Wenn er irgendwas sieht, was sich vielleicht schnell auf ihn zubewegt, dann kann das genauso passieren. So, was ist das? Was passiert da eigentlich beim Hund? Das ist relativ simpel erklärt und ich bin mir sicher, das verstehst du auch gut. Denn was dann passiert, ist erstmal ein Verrechnungsprozess im Gehirn. Dein Hund nimmt etwas wahr und das Gehirn sagt deinem Hund, ey, Moment mal, das ist jetzt nicht so cool, das kann jetzt echt, echt stressig und gefährlich werden. Das ist quasi wie so eine Art Verrechnungsprozess und dein Hund wägt ab, was ist jetzt die beste Strategie. Bei Hundebegegnungen hat er jetzt vielleicht schon in der Vergangenheit gelernt, das kann mal so laufen, das kann mal so laufen, mal ist es vielleicht ganz nett, mal ist es vielleicht eine nette Hündin, dann ist es vielleicht irgendwie ein anderer intakter Rüde, der den nicht so cool findet. Das heißt, er hat mit einer Situation, mit Hundebegegnung, hat er schon so viele verschiedene Situationen erlebt. Er hat schon so viele verschiedene Möglichkeiten erlebt, was passieren kann. Und nicht zu wissen, was jetzt passiert, ist mega stressig. Und wenn wir als Menschen dann auch noch irgendwie mal alle paar Wochen eine neue Trainingsmethode ausprobieren, weil wir mit Hundebegegnung Probleme haben, dann kommen wir Menschen als Stressfaktor mit dazu. Und dann kannst du dir vorstellen, dass dein Hund erstmal völlig, shit, da kommt jetzt ein Hund, er ist erstmal raus. Und das ist wichtig zu verstehen, was er da tut. Dieses Fixieren, das ist nichts, was er bewusst macht, sondern er ist wirklich in so eine Art Notfallmodus gefallen und deswegen kannst du ihn auch nicht mehr ansprechen. Weil, wenn du den Hund nicht mehr ansprechen kannst, wenn er nicht mehr auf dich reagieren kann, man nennt das, er ist im Hinterhirn, er reagiert nur noch reflexiv. Da kann er nichts mehr abrufen, was du mit ihm großartig schon mal geübt hast. Zumindest die meisten Sachen nicht. Na, weil die meisten Sachen, die sind rein auf der Konsequenzschiene aufgebaut. Das heißt, der Hund lernt am Erfolg oder Misserfolg, was da funktioniert. Und das passiert aber alles hier vorne. Das setzt voraus, dass der Hund noch klar nachdenken kann. Das kann er nicht mehr, wenn er wirklich so im Stress ist. Dann ist bloß noch das, man nennt das das Reptiliengehirn oder das Hinterhirn, ist dann aktiv. Haben wir Menschen übrigens auch. Also wenn du irgendwie mal einen Vortrag halten musstest und du bist super gestresst, dann weißt du, jetzt bist du im Reptiliengehirn, du suchst verzweifelt nach Worten, bist total handlungsunfähig. Das ist genau die Situation, in der sich dann ein Hund befindet, wenn er zum Beispiel einen anderen Hund sieht und dann einfriert. Also ist erstmal wichtig zu verstehen, das ist nichts, was dein Hund erstmal total bewusst zeigt, hat wiederum zur Konsequenz, dass du das auch nicht unterbinden im Sinne von bestrafen kannst. Dein Hund kann da nicht mehr lernen, wenn du dann versuchst, ihn irgendwie wegzudrängen oder nein aus Pfui zu zischen oder manche rucken dann auch an der Leine. Das kann er da nicht lernen, dass das unerwünscht ist. Denn dein Hund ist im Stressmodus. Der ist total im Notfallmodus, weil er einfach gelernt hat, scheiße, die Situation wird jetzt richtig, richtig stressig. Das bedeutet, damit hast du keinen Erfolg. Also wenn du das bisher versucht hast, kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Was aber dann passiert, ist Folgendes. Wenn wir uns nochmal an das, was ich eingangs gesagt habe, erinnern, dein Hund verbindet trotzdem mit dieser Situation noch mehr Stress. Und das kannst du tatsächlich beeinflussen. Du kannst beeinflussen, ob dein Hund in dieser Situation, die für ihn echt schon mega, mega doof ist, in der er sich vielleicht bedroht fühlt, in der er keinen anderen Ausweg sieht, als jetzt vielleicht auch gleich mit Gebell nach vorne zu schießen,
dann befindet er sich im Notfallmodus. Und wenn du selber dann noch zum zusätzlichen Stressfaktor wirst, weil du dann vielleicht noch unangenehme Sachen bei deinem Hund machst, dann geht nach hinten los. Na, viele Hunde lassen sich in dem Moment einfach auch nicht mehr hemmen. Die sind dann nicht mehr hemmbar, sondern dann kann es sein, dann explodiert das ganze Fass und du hast dann einen brüllenden Hund an der Leine. Wollen wir natürlich nicht. Deswegen, wie kommen wir jetzt aus dieser Schiene raus? Also du weißt jetzt, dass das nichts ist, was dein Hund erstmal bewusst tut, sondern es ist eine Info für dich, dass dein Hund, wenn er einen anderen Hund fixiert und er ist nicht mehr zu bewegen, dass dein Hund dann schon im Stressmodus drin ist. Er ist dann bloß noch im Notfallmodus. Das heißt, das Erste ist, das Beste natürlich wäre, wenn du deinen Hund da überhaupt gar nicht mehr reinkommen lässt. Ist nicht immer machbar, das ist ganz klar. Manchmal tauchen plötzlich Hunde auf, wo wir jetzt nicht damit rechnen. Das heißt, da steht man dann schon da, schwupps, der Hund ist vielleicht schon wieder eingefroren und dann kannst du das natürlich nicht verhindern. Aber denk dran, wann immer dein Hund das wieder und wieder übt und du ihn immer und immer wieder in Situationen bringst, die er noch nicht anders lösen kann, es wird sich weiter festigen. Das heißt, dann hast du hinterher viel, viel mehr Arbeit daran oder musst viel länger daran üben, dass dein Hund neue Strategien lernt. Und genau darum geht es nämlich in erster Linie. Dein Hund darf neue Strategien lernen, was er tun kann, wenn ein anderer Hund auftaucht. Und vor allem, wie er sich fühlt, wenn ein anderer Hund auftaucht. Und das ist das, was wir am meisten beeinflussen müssen. Wir müssen beeinflussen und wir müssen verändern, wie sich dein Hund fühlt, wenn er einen anderen Hund wahrnimmt. Weil meistens, wenn ihr ein Leinenaggressionsproblem habt, dann ist die Erwartung deines Hundes, er sieht einen anderen Hund, oh shit, das geht jetzt richtig schief, jetzt gibt es gleich richtig Ärger. Er hat einfach super viel Stress und super viel Aufregung mit anderen Hunden verbunden. Vielleicht war die Aufregung irgendwann mal angenehm, weil er hat sich gefreut, wow, Hundekumpels, spielen, Freilauf, toben, was auch immer. Und dann kam plötzlich die Leine dran. Na, vielleicht kennst du das, so die klassischen Leinen-Rambo-Werdegänge von er darf überall hinlaufen und plötzlich wird er erwachsen und dann kommt jetzt die Leine dran. Und dann werden die Hunde frustriert. Und auch Frust ist mega stressig. Also zurück dazu, wie kannst du das verändern? Dazu ist es sinnvoll, wenn man einen recht großen Werkzeugkasten oder einen gut gefüllten Werkzeugkasten, in Anführungsstrichen, mit Dingen hat, die man tun kann. Also wir wissen jetzt, Stress ist das Problem. Das heißt, wir sorgen in allen möglichen Situationen dafür, dass der Hund in anderen Situationen, wenn Hunde da sind, dass er sich entspannen kann, dass er ansprechbar bleibt. Wir sorgen dafür, dass wir vielleicht das ein oder andere Entspannungssignal auch mit dem Hund aufbauen, dass er lernen kann, entspannter zu bleiben. Und wir brauchen unbedingt für solche Situationen, na, wenn ihr doch mal reinrasselt und es geht jetzt halt nicht anders, braucht ihr Notfallmaßnahmen. Da braucht ihr einfach einen Notfallplan, wie du es schaffst, dann deinen Hund auch rauszuholen, wenn er nicht mehr wirklich gut ansprechbar ist. Und das sind Werkzeuge, die dann aufgebaut werden über die emotionale Schiene. Die aufgebaut werden darüber, dass der Hund lernen kann, mit einem bestimmten Signal richtig mächtig tolle Emotionen zu verbinden. Und dann schaffst du es auch, ihn nicht nur hier vorne im Nachdenken zu erreichen, sondern auch dann eher zu erreichen, wenn er wirklich völlig out of order ist. Und die meisten Trainings oder die meisten Erziehungsgeschichten, die gehen im Prinzip nur darauf, dass der Hund für irgendwas, was er tut, was Unangenehmes oder was Angenehmes erfährt. Und das ist alles nur hier vorne im Vorderhirn. Und da kannst du deinen Hund nicht erreichen, wenn er so im Stress ist. Das ist übrigens auch mit ein Grund, warum zum Beispiel der Rückruf nicht klappt, wenn der Hund gerade was Jagdliches hat oder auch einen Hund sieht, weil er auch da so aufgeregt ist, dass er nicht mehr klar denken kann. Und wenn du den Rückruf dann aber nur so geübt hast, dass er mal, wenn er kommt, kriegt er mal ein Leckerchen oder wenn er kommt, wird er mal gelobt, das wird da nicht funktionieren. Na, das ist einfach nicht die emotionale Ebene, die wir brauchen, sondern wir brauchen da wirklich schöne emotionale Verknüpfungen für den Hund, dass er lernen kann. Anderer Hund, mega cool, er bleibt A, relativ lang ansprechbar, weil er nicht mehr in diesen Notfallmodus gerät, sondern weil du ihm in verschiedenen anderen Situationen mit bestimmten Trainingsmöglichkeiten einfach gezeigt hast, hey, anderer Hund, super klasse, da passiert jetzt dies und jenes und vor allem, er braucht eine Strategie. Er darf lernen können, was ihm jetzt gerade hilft. Und die meisten Hunde haben schlicht und ergreifend nie gelernt, dass sie zu dem anderen Hund gar nicht hin müssen. Sie haben nie gelernt, dass sie eigentlich weggehen können. Und mit weggehen ist nicht gemeint, dass ihr jetzt umdrehen und in die komplett entgegengesetzte Richtung laufen müsst. Im Endeffekt, also ne, nicht zumindest als Endziel, sondern das kann durchaus auch einfach mal ein Kopf abwenden sein. Das kann sein, mal einen kleinen Bogen zu gehen. Das kann sein, dass man jetzt vielleicht nicht einen Meter aneinander vorbeiläuft, sondern dass du als Mensch vielleicht als Puffer dazwischen bist. Und das ist schlicht und ergreifend die Lösung, dass du deinem Hund ganz, ganz viele tolle Lernmöglichkeiten geben musst. Und die, die nicht so doll laufen, die einfach mal weglassen, vermeiden, solange bis ihr keine gute Strategie habt.
ist vermeiden, einfach das erstmal das Beste, was du tun kannst, damit du den Stresslevel deines Hundes generell senkst. Weil denke wirklich dran, jedes Mal, wenn du ihn wieder in Situationen bringst, die er nicht schaffen kann, er lernt wieder das Falsche. Deswegen brauchst du einfach eine Notfallstrategie, was kannst du tun, wenn es eben wiederum passiert ist, ja, wenn du es nicht verhindern konntest. Aber du musst dir auch Gedanken darüber machen, wie kannst du tolle Strategien mit deinem Hund aufbauen, wie kann er ganz viele verschiedene andere Erfahrungen mit anderen Hunden machen. Und zwar Erfahrungen, wo er noch klar denken kann, wo er für dich noch erreichbar ist. Und da helfen, wie gesagt, entweder Entspannungsmaßnahmen, die man in verschiedenen Situationen tun kann. Es helfen ein, zwei gut trainierte Signale, die euch durch enge Stellen helfen, die aber eben so aufgebaut sind, dass das auch für deinen Hund machbar ist, wenn er nicht klar denken kann. So, jetzt kannst du das Fixieren oder das Einfrieren vielleicht ein bisschen besser einordnen und weißt, dass dein Hund das jetzt nicht bewusst tut, weil er irgendwie total doof ist, sondern dass er damit wirklich erstmal ein Problem hat und dass es vor allem etwas ist, was er aus der Vergangenheit erlernt hat, weil er noch nicht weiß, wie er diese Situation mit den anderen Hunden da lösen kann. Das bedeutet jetzt nicht zwingend, dass dein Hund null Bock auf andere Hunde hat, aber es lohnt sich auf jeden Fall, die Annäherung mit deinem Hund dann nochmal gezielt zu üben und vor allem ihm vielleicht auch beizubringen, dass er gar nicht zu jedem Hund hin muss. Und dann kannst du da eben wirklich ein gutes Polster aufbauen und dann wirst du merken, dass dein Hund im Verlauf immer, immer entspannter wird. Übrigens, weil ich das auch oft gefragt werde, wie lange dauert sowas denn? Und da ist dann wieder die Antwort, das kommt drauf an. Weil wenn jetzt dein Hund zum Beispiel bei Hundebegegnungen wirklich schon seit vielen, vielen, vielen Monaten oder vielleicht sogar seit Jahren richtig Stress hat und du im Prinzip seit Monaten nur immer wieder verschiedene Trainingsansätze ausprobierst, aber nie so den durchschlagenden Erfolg hast, dann wird es halt fast genauso lange dauern, wie er das schon geübt hat. Das kann man also nicht pauschal sagen, das hängt auch davon ab, was für Trainingsbedingungen kannst du selber schaffen, wie fit bist du in der Umsetzung von Trainingsmöglichkeiten. Und das ist auch der Punkt, wo ich dann mit ins Spiel komme und die Menschen wirklich anleite, was sie wie, wo tun können, dass du wirklich einfach weißt und einen Plan hast. Und wenn dich das interessiert und du gerne einfach nicht weiter ausprobieren möchtest, sondern deinem Hund wirklich helfen möchtest, dann komm gerne mal in eine kostenlose Erstberatung, denn dann bist du mit dem Problem nicht alleine, sondern hast einen bewährten Plan an der Hand, wie du das mit deinem Hund auch schaffen kannst. Denn das ist letzten Endes das, was ich schon seit vielen, vielen Jahren jetzt tue und wobei ich ganz vielen Menschen schon geholfen habe, dass die Hundebegegnungen entspannter sind. So, in diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, wenn dir das ein bisschen weitergeholfen hat oder vielleicht einfach auch dir ein Licht aufgegangen ist, dann lass mir gerne mal einen Kommentar da, like das Video, teile das Video und ja, erzähl vielen davon, für die das auch wichtig sein könnte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!